Leichtbau soll Rohstoffe und Kosten sparen, auch in der Möbelindustrie. Dennoch haben die Bemühungen der Möbelzulieferer auf diesem Gebiet noch nicht zur Marktdurchdringung geführt. Eine Expertenrunde aus Möbelzulieferern, Möbelherstellern, Forschung und Logistik traf sich im Vorfeld der Ligna 2013 auf Einladung des Ferdinand Holzmann Verlages und der Deutschen Messe AG in Hamburg, um die Gründe dafür zu diskutieren. Fakt ist, geringes Gewicht senkt Transportkosten. Vom Hersteller zum Handel, wo große Sattelschlepper oder Wechselaufsatzbrücken beladen werden, dort kommen sie irgendwann an eine Grenze, wo das Volumen vielleicht zu einem Drittel ausgeschöpft ist, weil die maximale Beladung des Fahrzeugs erreicht ist. Und wenn die Möbel, die Platten vielleicht nur noch die Hälfte wiegen, dann können sie 100% mehr Ladung raufpacken und haben 50% niedrigere Transportkosten. Doch nicht nur die Kosten sprechen für den Möbelleichtbau. In Zeiten immer knapper werdender Ressourcen sprachen die Experten auch darüber, ob Leichtbau in Zukunft zum Muss wird, um ökonomisch und ökologisch produzieren zu können. Es ist definitiv eine ökologische Chance. Sie erfordert ein gewisses Umdenken, sowohl bei den Herstellern wie auch letztlich bei den Kunden. Diesen Aspekt anders zu bewerten, den Aspekt der Ökologie. Eine Notwendigkeit ergibt sich sicherlich, zumindest aus Herstellersicht, aufgrund der preislichen Situation in der nahen Zukunft. Der Rohstoff Holz wird heute vielfältig eingesetzt, im Speziellen heute immer mehr im Bereich der Energie. Das heißt, das Material, der Rohstoff wird teuer werden. Und es ist ein Zwang da, sich mit Leichtbau auseinanderzusetzen. Im kommenden Jahr wird es vom 6.5. bis zum 10.5. auf der Ligna 2013 eine Sonderfläche geben, die sich ausschließlich dem Thema Leichtbau widmet. Gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Leichtbau zeigen Aussteller hier, welche Potenziale die luftigen Platten bieten. Exklusiver Medienpartner für die Sonderpräsentation Leichtbau auf der kommenden Ligna ist der Ferdinand Holzmann Verlag.